Es geht weiter mit The Elder Scrolls 5 hier, mit Skyrim. Wir sind direkt vor, lass mich raten, wie heißt das Dorf? Flusswald. Aber jetzt habe ich hier gerade noch gesehen, hier habe ich noch ein paar Pflänzchen, die ich doch einsammeln möchte. Pilze hier kann man leider... Oh, was haben wir denn hier? Spinnennetze. Aber die kann man nicht mitnehmen, so wie mir scheint. Bevor ich jetzt hier reingehe und mit den Leuten spreche, gucke ich mich hier erstmal ein bisschen außen rum. Um und schau mal, ob ich hier irgendwas Brauchbares finde. Schaue ich mich erstmal außen rum herum. Das ist auch schön formuliert von mir. Hier scheint aber soweit eigentlich nichts zu sein, außer die Stadtmauer. Mehr ist hier wohl erstmal nicht. Ich suche ja immer nach Schmetterlingen und Bienen und so. Weil ich die dann ja später zu Tränken verarbeiten möchte. Aber auch davon scheint es hier nicht besonders... Oh, hier aber Pilze. Viel von zu geben. Aber oh, hier sogar viele Pilze. Zwei Stück. Was haben wir hier? Ne, das kann ich wieder nicht aufsammeln. Okay, aber hier waren noch dies denn. Und dann sind wir auch schon einmal rum. Die Flussseite, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier... Oh doch, hier noch auf dieser Seite. Auch nochmal dies denn und ein paar Pilze. Aber ansonsten scheint das hier soweit alles gewesen zu sein. Okay, da komme ich, kann ich nicht drunter herkriechen. Hier vielleicht noch irgendwas. Oh ja, Pilze nochmal. Aber ansonsten... scheint hier nicht viel zu sein. Diese Baumstämme sind übrigens wirklich... wahre Wunderquellen an Pilzen. Also da findet man, habe ich so den ersten Eindruck jedenfalls, immer irgendwelche Pilze. Wir dürften jetzt auch mittlerweile schon einige haben. Ja, 10 Stück davon und 19 Bienen. Das Tolle ist ja, okay, die... Mora Tapinella, die wiegen immerhin schon 0,3 Gramm, aber wollen wir noch mal sehen. Gut, machen wir hier weiter und schauen uns jetzt mal um. Wen haben wir hier? Hilde. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Okay, das war also kein Charakter, mit dem man wirklich einen Dialog führen kann. Hier an der Schmiede. Scheint keine zu sein. Hier kann ich stehlen, aber da habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade kein Interesse dran. Ich glaube, das gibt dann nur Probleme. Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, da kommt man nicht rein, da muss man aufschließen. In der Mühle. Gerdur. Drüben im Flusswald-Handelskontor. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Auf Wiedersehen. Also zum Schmied. Da geht's hier rein. Wollen wir doch mal klopfen. Ob jemand dort ist. Ach, hier ist auch Hatwa. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Natürlich, nehmt euch, was ihr braucht. Ah, hier kann man verkaufen. Beziehungsweise hier kann man nur kaufen. Es gibt da etwas. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren.
Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Baldruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Jetzt habe ich aus Versehen hier schon weiter den Verlauf hier fortgeführt. Ich wollte aber erst noch... Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche ein Geschenk nehmen, das ist gut hier. Das kostet ja alles was. Im angemessenen Rahmen. Und verkaufen kann ich dem nichts, also von daher... Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Also zum Jarl müssen wir dann wohl auch nochmal. Jarl Baldruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Also hier haben wir schon das erste Problem für mich. Also, da ich die ganze The Elder Scrolls-Reihe nicht gespielt habe und direkt mit Skyrim hier angefangen habe, sagt mir die ganze Geschichte hier einfach noch gar nichts. Kaiserreich, Elisif oder Elisif, da müssen wir uns noch komplett reinspielen, damit ich das irgendwie noch kapiere. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Also hier kriegt man auch leicht passive Quests. Ach, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Okay, damit hat sich das mit Elisif auch geklärt. Schmiede möchte ich gar nicht benutzen. Was gibt's denn noch so über Flusswald, was mir informativ weiterhelfen könnte? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Mhm. Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete, wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Also das ist ja eine Masse an Informationen, die auf einem niederprasseln. Also da komme ich bis jetzt nicht besonders, die ganzen Infos kann ich gar nicht irgendwie gerade zuordnen. Ich höre es und naja, das, wie gesagt, das wird hoffentlich mit der Zeit kommen. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern.
Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay, also dürfen wir jetzt auch die Schmiede benutzen. Neue Stufe. Ah, okay. Magika braucht man für die Zauber. Gesundheit ist klar. Und Ausdauer ist, glaube ich, ja genau, wie oft man diese Fähigkeiten benutzen kann. Ich hau jetzt erstmal was in Gesundheit rein. So. Das Gold kann ich hier nehmen. Hier steht ja extra, dass es nicht gestohlen wäre. Habt ihr euch verlaufen? Hier ist ein Buch. Was mir aber nicht viel bringt. Hier, das ist unglaublich, was die sich hier für Mühe gemacht haben. Die ganzen Bücher wiederholen sich zwar, aber man kann die alle lesen. Es ist einfach nur... Wie angenehm, wieder in einer freundlichen unglaublich. Umgebung zu sein, was? Verdammter Sturmmantel-Rebellen. Okay, jetzt seid nichts mehr. Auf dem Weg nach Einsamkeit. Die verdammten Wobei doch, mit den Drachen wäre noch interessant. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfrichs Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ah, hier erfahren wir doch noch ein bisschen. Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Und wie haben sie den dann zum Teufel gefangen? Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen. Aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen, aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrichs Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Na gut, also es geht wohl hauptsächlich wirklich um den Krieg zwischen den Sturmmänteln und den Kaiserlichen. Da wird sich dann noch zeigen. Magie, Kräfte. Ah, hier, okay. Und wie kann ich den Schrei ausführen? Y.